etwas die Idee, Ihnen kurz so zwei, drei Profile, Geschichten zu Aspiranten zu erzählen. Ursprünglich wäre eigentlich unser Wunsch, dass viele Aspiranten ihre Geschichte selber erzählen. Aber das ist nicht so einfach. Weil wenn Sie einige dieser Voraussetzungen mitbekommen und Herr Mayer hat auch darum gebeten, dass er anonymisierte Dossiers bekommt, um nicht die Privatsphäre zu verletzen, was wir eben auch sehr wichtig finden, dann ist es für uns gar nicht so einfach, Ihnen jetzt ganz detailliert und authentisch und auch wirklich quasi aus den Originalköpfen und Herzen hier zu berichten, sonst wir müssen es etwas stellvertretend machen. Natürlich haben wir Geschichten wie die Geschichte von Bastian, Hotelier, ÖFAS und Belvoir gemacht, und er sagt, meine Ausbildung mit Erfolg brachte mir den erhofften Sprung auf der Karriereleiter. Dank dieser Betreuung durch den Coach, das Vertrauen des Investors, konnte ich wirklich die Sicherheit haben, mich hier voll aufs Studium einzulassen, und das hat sich für mich gelohnt. Tolle Sache. Und Daumen hoch. Das ist eine schöne Geschichte. Die erzählen wir auch gerne, und er hat auch uns natürlich genehmigt, dass wir das verwenden dürfen. Das ist für uns wichtig, weil wie findet man uns und dann wie schenkt man uns auch das Vertrauen? Sind solche Geschichten sehr wichtig. Aber es sind nicht viele solche Geschichten, die wir Ihnen wirklich so authentisch erzählen können. Also zum Beispiel Master of Law, im Moment Consultant im Finanzbereich. Er hat zum Beispiel uns auch gesagt, ja, meine Geschichte und meine Herausforderung, das dürft ihr auch zeigen, und war auch mal in einem Dokument, das wir verteilt haben auch. Und dann irgendwann ist er zurückgekommen und hat gesagt, mir ist jetzt aber aufgefallen, ich möchte eigentlich nicht, dass meine Eltern das herausfinden. Dass ich es nicht mit auch ihrer Unterstützung geschafft habe, sondern dass ich auf jemand anderen angewiesen war. Und das zeigt so ein bisschen die Grenzziehung, die da berechtigterweise auch gemacht wird. Und ganz speziell fand ich wirklich auch ein spannender Fall, weil er sagte, er war sich damals nicht so sicher, habe ich das Potenzial? Ist für mich der Zug mit 28 nicht eigentlich schon abgefahren, wirklich so eine Karriere zu machen, diesen Weg wirklich zu gehen, nebst den finanziellen Herausforderungen? Und was er uns dann auch erzählt hat, er hat wirklich durch die Bildungsinvestoren, die sich bei ihm engagiert haben, hat er die Zuversicht gewonnen, dass es eben nicht nur die geraden Linien in diese Karrieren gibt, sondern es auch etwas die indirekten, oder? Auch jemand, der Barkeeper war, kann im Finanzsektor als Consultant heute eine Chance haben, wenn er seinen Weg konsequent verfolgt, und der Zug ist eben noch nicht abgefahren. Und er sagt, das hat ihm wirklich das Vertrauen gegeben, dann zu sagen, ich tätige diese Investition, ich bleibe dran, und er ist jetzt sehr happy in dieser neuen Rolle. Aber wir dürfen diese Geschichte Ihnen heute hier so zeigen, aber wir dürfen sie nicht auf dem Web zeigen, wir dürfen sie nicht in quasi der Öffentlichkeit, der erweiterten Öffentlichkeit, weil seine Eltern das vielleicht dann irgendwie von den Nachbarn oder wem auch immer, vielleicht dann, das ist doch mein Sohn, oder? Diese Geschichte auch. Und dann gibt es viele Geschichten, die können so ganz schwierig nur erzählt werden. Also stellvertretend, ich nenne ihn jetzt Nenad, Ausbildung zum diplomierten Pflegefachmann, Psychiatrie, vorher einen KV-Abschluss gemacht. Und er sagt ganz klar, ich komme aus einem ganz schwierigen Umfeld. Also bei mir zu Hause keine Unterstützung, eher Gewalt war am Alltag. Und ich selber habe mich da irgendwo auch selber etwas verloren, bin unten durchgegangen, musste irgendwie zuerst mal wirklich tief fallen, bis ich in mir die Kraft entdeckt habe und auch etwas herausgefunden habe, worüber kann ich mich selber letztlich definieren. Und das hat er in quasi anderen Menschen helfen und hat seinen Bildungsplan mit dieser Ausbildung zum Pflegefachmann dann ausgearbeitet und befindet sich in der Umsetzung dieses Plans. Auch nicht ganz einfach, das ist eine Geschichte, die möchte Nenad Ihnen hier nicht erzählen.
Anna, auch stellvertretend, etwas später im Prozess, war zuversichtlich, Mittelschulabschluss, hat ein BWL-Studium begonnen und das hat da irgendwie dann aber nicht geklappt. Und das ist auch eine Realität, oder? Die Abbruchquote in der tertiären Bildung ist hoch, 25% ungefähr, also ein Viertel bricht ab, eine große Zahl wechselt, also diese nicht ganz geraden Bildungsverläufe, die haben wir schon erwähnt. Und das war auch hier dann der Fall. Die Anna hat sich dann irgendwo im Prozess in eine Situation wiedergefunden, in der sie das Vertrauen in sich selbst, aber auch in die Umgebung verloren hatte. Es war ganz schwierig, war auch finanziert bereits von Bildungsinvestoren von uns. Und es gab keinen Bezug mehr, es gab keine Reaktion mehr. Und mit diesem Geflecht Vertrag, Verbindlichkeit, aber auch unser Angebot, jederzeit zu sagen, wir haben einen Coach für dich, komm ins Gespräch mit uns, das hat dazu geführt, dass wir wirklich wieder diesen Kontakt aktivieren, in etwas aus dem Schneckenhaus, wieder herauslocken konnten und in einem guten Gespräch kamen. Und sie studiert jetzt an einer PH, ist gut unterwegs, berichtet auch von sich aus. Ich habe mein Praktikum absolviert, macht mir viel Spaß, ich habe die Gewissheit, ich bin jetzt am richtigen Ort und ich habe die Energie. Und früher mussten wir quasi sehr daran arbeiten, dass da ein Kontakt zustande kam. Jetzt kam vor 2 Wochen die Mail: Hey, alles gut, alles auf Kurs, ich freue mich sehr, neues Semester angefangen. Und das, glaube ich, ist für uns und unserem Modell eben auch wichtig. Es geht nicht nur bis zum Beginn dieser Ausbildung, sondern es ist darüber hinaus. Einfach um so etwas noch Textur und Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, was für Geschichten bei uns wichtig sind. Katrins Geschichte darf man dann wiederum zeigen und ist vielleicht eine schöne Überleitung dann auch in die weiteren Verlauf des Nachmittags. Sie sagt ganz klar, dass EducaSwiss quasi das Vertrauen der Bildungsinvestoren genießt und dieses Vertrauen auf mich ausstrahlt, macht es mir möglich, eine solche Investition zu tätigen und ich habe gute Beziehungen entwickeln können. Dieses von Mensch zu Mensch, das ist uns sehr wichtig. Und ja, das leitet eigentlich über auch zum Thema von Ludwig Hasler. Es kommt auf den Menschen an.